Und bumm, da sind wir. Lieber Max Wittrock, schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, man muss dich ja eigentlich kaum mehr vorstellen. Du bist ja eine bekannte Person, Mitgründer von My Müsli. Und du bist heute ein bekannter Speaker, Content Creator. Du berätst Startups auch. Und du hast ein neues Buch geschrieben. Und darüber will ich mich heute mit dir unterhalten. Bin ich sehr gespannt drauf. Nämlich von Null auf Welt. Also schon allein der Titel, den finde ich spannend. Erzähl doch mal, wie kam es denn zu dem Buch und was spricht der Titel zu uns? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf und wir ein bisschen über Marketing und vielleicht auch über das Buch reden. Was mir total Freude macht, ist, so andere Menschen dabei zu unterstützen, zu gründen. Ja? Und ich habe die Möglichkeit bekommen, vor einigen Monaten ein Startup-Marketing-Seminar an der Unternehmertum in München, kennen vielleicht manche, so ein ziemlich toller Entrepreneurship-Inkubator, zu co-unterrichten. Und wer das schon mal gemacht hat, ja, du denkst ja dann so, also in meinem Kopf ist immer so völlige Unordnung und da war ich gezwungen, dieses Wissen mal zu strukturieren und dann habe ich so ein kleines Skript für mich geschrieben und das hat ja erst 10 Seiten, 30 Seiten und dann habe ich gemerkt, ich finde, es gibt so eine Lücke, es gibt ganz, ganz tolle Businessbücher da draußen, aber viele sind eben sehr so der große weite Ozean, ja, und wenig, also die hinterlassen dich mit so einem Daunendeckengefühl, dass du danach so denkst, oh wow, cool, aber was mache ich denn jetzt eigentlich konkret? Und das war das eine und ich fand, dass es nicht was gab, was wirklich so für den deutschen Markt geeignet oder also was halt so ein bisschen mehr das deutsche Ökosystem berücksichtigt hat. Und so kam ich drauf, das einfach mal zu schreiben. Und ja, das war eine aufregende Zeit. Das hat total Bock gemacht. Aber ich habe es mir einfacher vorgestellt. Mhm. Ja. Naja, klar. Also es ist auch wieder was Neues. Ich glaube, du bist ja auch jemand, der gerne immer wieder mal neue Dinge angeht oder auch sagt, man hat nie ausgelernt, oder? Und ich finde, man lernt immer am allermeisten. So ging es mir zum Beispiel mit dem Podcast. Du fängst einfach an, es zu machen und dann lernst du halt unterwegs wahnsinnig viel, ja. Und so ist es halt natürlich auch mit einem Buch zu schreiben. Ich meine, ihr habt ja schon mal ein Buch zusammen gemacht über eure My Müsli Story machen, aber das war wahrscheinlich halt zu dritt eine ganz andere Co-Kreation. Du hast ja gerade gesagt, also das Spezifische ist eben wirklich diese Situation, ich hab eine coole Geschäftsidee, ein cooles Produkt und habe aber noch nichts weiter. Und es ist also nicht ein allgemeines Marketingbuch, da gibt es ganz viele, sondern irgendwie wirklich genau diese Situation. Ich stehe jetzt da, habe eine coole Idee, bin jung vielleicht oder auch nicht will jetzt was loslegen, oder? Darum geht's. Genau, also du kennst es ja auch, also bei so einem Projekt wie so einem Podcast oder egal, was es letztlich ist, es gibt ja so viele Hürden, die man erstmal überklettern muss. Und beim Gründen, finde ich, ist die erste wichtigste Hürde, wo man drüber muss, dieses, man müsste doch mal, ja, dieses Gespräch findet jeden Tag irgendwie 5000 Mal in deutschen Küchen statt, aber dann den ersten Schritt zu gehen. Und unabhängig jetzt von meinem Buch, ich freue mich total, wenn das jemand liest und kauft, aber das ist ja jetzt nicht so, dass man nur mit diesem Buch Startup-Erfolg haben kann. Deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dass wenn jemand jetzt nur diese Folge hört, dass er auch schon was mitnimmt oder sie auch schon was mitnimmt. Ja. Das Erste, was ich immer rate, ist so eine Art Ideentagebuch zu führen, ne? Und sozusagen, ich schreibe es schon mal auf, weil dann bist du schon weiter als 99,9% aller Menschen, weil die meisten Ideen, die verpuffen einfach wieder. Und worum es mir aber ging, war, ich finde zum Beispiel aus Leadership-Sicht, das klingt jetzt so groß, aber mir ist es, ich fand, oder meine Beobachtung war, dass es manchmal total einfach ist, ich nenne sie so die Freitagabendrede, so ob als Teamlead oder als GründerIn, so sich hinzustellen und zu sagen, da müssen wir hin, ja. Und es ist ja im Marketing auch so, es ist manchmal total einfach zu sagen, das ist die Produktvision und die Marketingvision. Aber was mache ich denn dann am Montagmorgen dafür? Was sind wirklich so die ersten Schritte, die ich gehen kann? Und wie sortiere ich auch dieses Chaos in meinem Kopf? Weil was dem Gründen ja schon so immanent ist, ist, glaube ich, je nachdem, was für eine Persönlichkeit man hat. Aber viele GründerInnen, die ich kenne,
da sind schon auch Ängste und Selbstzweifel. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, oder war es mir wichtig, da ein bisschen Struktur zu geben, weil ich glaube, diese Struktur gerade im Marketing hilft einem total zu sagen, okay, Schritt für Schritt so. Beppo Straßenkehrer in Momo, ja, so Schritt für Schritt für Schritt und dann ist die Straße schon gar nicht mehr so lang. Ein Atemzug, ein Besenstrich, ein Schritt. Genau, ganz genau. Ja. Und das habe ich so ein bisschen versucht. Und ich glaube, was mir so als erster Aspekt immer total wichtig ist, ist zu sagen, du kannst nicht alles machen. Du kannst auch nicht überall gut sein. Ja, das ist ja, du jetzt als Podcast-Host, du weißt ja so, vor ein paar Jahren war es ja schon mal cool, dass man überhaupt einen Podcast hatte. So, jetzt ist es irgendwie total wichtig, dass man irgendwie sehr, sehr professionelle Audioqualität hat. Mittlerweile muss man eigentlich auch Video haben, weil man braucht irgendwie auch Social-Media-Snippets. So, man will das vielleicht auch auf YouTube posten. Also die Anforderungen werden ja sowieso immer höher. Und mittlerweile sehen ja auch viele Podcasts, die kannst du ja fast nicht mehr von einer Fernsehsendung unterscheiden. Und ich finde, wenn man dann gründet, dann hat man ja auch oft den Eindruck, oh Gott, da draußen ist alles so professionell. Stimmt auch. Das ist anders, als wir mal Müsli gegründet haben. Da war es auch noch total exotisch gefühlt, ein Startup zu haben. Aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem Erfolg haben kann. Man muss eben nur, und da komme ich zu einer Regel, sich fokussieren. Ich glaube, du kannst eben nicht überall gut sein. Und eine der Sachen, die ich eben mitgeben will, ist, hey, entspannen so und Geduld mitbringen und lieber auf ein, zwei Kanäle fokussieren und die erstmal richtig angehen, bevor man versucht, gerade wenn man jetzt alleine ist, ja, wir reden ja nicht ständig über Startups, die irgendwie Millionen haben und sofort ein riesiges Team, oft sind es ja Solo-GründerInnen oder kleine Teams, zu sagen, okay, ein, zwei Kanäle und da erstmal anfangen. Das ist so, glaube ich, so mit einer meiner wichtigsten Lektionen hoffentlich. Ja. Ja, genau, weil du hast ja in deinem Buch so 10 Regeln aufgestellt und eine davon ist eben dieses Fokus statt Schrotflinte, richtig? Das wäre jetzt zum Beispiel eine von diesen Regeln, die du da mitgibst. Ganz genau und das, man, also nochmal, es ist ja total menschlich, dass man, es geht uns allen so und ich glaube, das kannst du bestimmt auch bestätigen, wir sind ja beide schon jetzt ein bisschen älter, ja, das heißt, wir haben schon viel gesehen beide. Deine Beobachtung ist vielleicht auch, dass es eigentlich den meisten so geht. Also es schützt dich überhaupt nicht, dass du irgendwie schon Lebenserfahrung oder so hast. So Selbstzweifel oder so, die begleiten eigentlich die meisten Menschen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mich an was Neues wage, wie so ein Buch, dass ich da jeden Tag vor meinem Laptop sitze und denke, hoch, ich bin so ein toller Typ und das macht so Spaß. Sondern auch ich sitze dann da und schreibe 5 Seiten und denke, Alter, wer soll denn das lesen? Und habe ich überhaupt die Absenderautorität? Und Fokus statt Rotflinte war dann für mich auch so ein, ist einer, glaube ich, der wichtigsten Punkte. Und bei der Kanalauswahl, Johannes Kliesch, der Co-Founder von Snox, von der ursprünglich Socken- oder Basic-Marke, der hat mir ein Interview für das Buch gegeben und der hat einen sehr schönen Satz gesagt, fokussier dich nicht nur, sondern wähl vor allem einen Kanal, der Rückenwind hat. Und das fand ich eben einen ganz schönen Ausdruck. Das heißt, jetzt sind wir schon mittendrin, aber fokussier dich auf vielleicht 1, 2 Kanäle. Vielleicht schaffst du auch 3, weil du irgendwie sagst, Text, Video, das ist voll mein Ding. Aber nimm auch Kanäle, die im Trend sind und wo du dich vielleicht gerade leicht tust. Im Moment vielleicht zum Beispiel LinkedIn. Ja, LinkedIn ist schwieriger geworden in den letzten 2 Jahren, aber es ist immer noch ein Kanal, der so richtig Power hat. Da kriegt man eine organische Reichweite. Und das sind schon mal 2 ganz gute Anfangstipps. Fokussieren und was mit Rückenwind nehmen. Ja, genau. Genau, reden wir doch mal ganz kurz über die Kanäle. Genau, du hast jetzt gerade LinkedIn erwähnt. Was würdest du denn sagen, was ist so deine Beobachtung im Moment? Jetzt, wenn das natürlich jetzt ganz viele Leute hören, dann können die vielleicht wirklich was damit machen. Welche Kanäle sind denn momentan, haben denn momentan Rückenwind? Oder kann man das nicht so pauschal sagen, weil es total darauf ankommt, was man auch hat? Hat man eine Dienstleistung, hat man ein Produkt, hat man irgendein Lifestyle-Thema, hat man ein technisches Thema? Oder kann man sagen, es gibt gerade Kanäle, die du beobachtest, die wirklich Rückenwind haben? Also du sprichst da was sehr, sehr Wichtiges an, nämlich, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Ja? Und ich glaube, so in der Startup-Welt ist es ja manchmal auch total
cool, street credible, so auf die Großen zu schimpfen und zu sagen, ach, diese großen Konzerne, also wie die ihre Marketingbudgets ausgeben, das ist ja überhaupt nicht effektiv. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger und denke mir immer, naja, die wären nicht so groß, wenn sie ihr Geld so falsch ausgegeben hätten in den letzten Wochen und Monaten und Jahren. Und ich bin, und das erstmal so als Einordnung, ich bin vorsichtig zu sagen, dass du musst jetzt auf TikTok oder du musst jetzt auf LinkedIn, weil eben deine Zielgruppe zu kennen, und da sind große Unternehmen eben oftmals ganz gut darin, das ist erstmal die Voraussetzung. Und dann, das TikTok wird auch immer breiter, das ist nicht so, dass da nur Teenager drauf sind, sehe ich total ein. Trotzdem gibt es manche Produkte, wenn mich jetzt ein Luxuswarenhersteller fragen würde, ich brauche eine kaufkräftige Zielgruppe, ich gucke eher so auf ältere Leute und ich will eigentlich kein Video machen, sondern dann weiß ich jetzt nicht, ob ich die auf TikTok zwingen würde. Das ist halt immer eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Aber um deine Frage wirklich konkret zu beantworten, LinkedIn zum Beispiel ist ein Kanal, der, glaube ich, super breit funktioniert. Ja? Ich glaube, dass gleichzeitig TikTok auch ein Kanal ist, der super toll für ganz, ganz viele Produkte funktionieren kann und auch für Produkte, die man vielleicht im ersten Moment nicht erwartet. Aber Instagram ist auch nicht tot. Vertical Video kann ich ja auch auf vielen Plattformen gleichzeitig verwenden. Und wovor ich auch warne ist, während wir jetzt sprechen in den letzten Wochen, wenn das jemand jetzt ein bisschen später hört, wir wissen nicht, was passiert, aber der Bitcoin-Kurs hat sich ganz toll entwickelt. So, warum komme ich jetzt auf Bitcoin? Weil ihr habt ja alle vielleicht schon mal den Begriff der FOMO gehört, der Fear of Missing Out, ja, und ganz viele Leute, das sieht man immer bei Krypto so in Wellen, sagen, jetzt muss ich unbedingt noch was machen, ja. Und beim Marketing ist es oft auch so, dass Leute sehen so, dass so ein Kanal an ihnen vorbeizieht und dann sagen sie, jetzt muss ich unbedingt, nein, du musst gar nichts. Du musst dir eben nur überlegen, lohnt es sich zum Beispiel, bei Instagram merke ich zum Beispiel, ist es nicht mehr so wie früher, du postest ein Bild und kriegst super viel organische Reichweite. Das ist einfach nicht mehr so. Ne? Du musst jetzt mehr machen, du musst Reels machen, du musst Video machen. Und überleg dir, wer ist deine Zielgruppe? Überleg dir, wo sind die überhaupt? Ja? Wo kann ich die erreichen? Und frag dich auch, welche Art von Content kann ich überhaupt produzieren? Schaffe ich es überhaupt, Video zu machen? Habe ich da überhaupt Lust drauf? Und wenn du diese Variablen alle mal in die Gleichung einsetzt, ja, ich glaube, dann kommt man relativ gut auf Kanäle, die man dann auch, wo es auch Bock macht, die zu bedienen, weil das ist ja auch wichtig. Das muss dir ja gut tun, die Energie muss ja fließen. Und wenn jemand sagt, Video ist gar nicht mein Ding, ja, dann weiß ich nicht, ob ich ihm eine Vertical-Video-Strategie empfehlen würde oder ihr. Ja, okay. Weil du jetzt gerade so über die Zielgruppe sprichst. Du hast mal was ganz Spannendes gesagt kürzlich in deinem Kanal, nämlich, dass gutes Marketing sich auch nie nur darum geht, jetzt irgendwie möglichst viel zu verkaufen oder jetzt irgendwie möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern auch darum geht, Menschen einen Mehrwert zu bieten. Ich paraphrasiere es jetzt einfach mal in meinen Worten. Und ich glaube, das ist auch ja wahnsinnig wichtig, wenn du jetzt dir die Zielgruppe anschaust, nicht nur zu überlegen, okay, wie erreichst du die, sondern was brauchen die eigentlich auch wirklich? Also das ist auch, was wir bei Scale-Up, wenn wir an unseren Kernkunden rausarbeiten, immer so diese Frage, in welcher Situation ist dieser Mensch eigentlich? Es sind ja echte Menschen, ja, und nicht irgendwelche Statistiken oder so oder Personas. Und was kann ich eigentlich ihnen Gutes tun, oder? Also dieser Gedanke ist doch eigentlich super wichtig auch. Sehr schön gesagt, genau. Ich glaube, wir neigen eben dazu, und Seth Godin, der so ein ganz toller Marketingautor ist, den viele vielleicht wegen seiner markanten Brille kennen, der findet da immer viel blumigere Worte, als ich das je könnte. Mhm. Der sagt eben sinngemäß, ich kriege ihn jetzt nicht aus dem Kopf gut zitiert, aber so the purpose of marketing is to serve others. Ja, das ist eigentlich ein Service, und Marketing ist für die Kundinnen und Kunden da. Und da finde ich, da kann ich dir nur recht geben, dass wir denken eben oft, vielleicht als GründerInnen auch, weil wir entwickeln manchmal so eine Hybris und denken, wir haben doch so tolle Produkte, und es geht eigentlich nur darüber zu sprechen, wie toll sind eigentlich unsere Features. Aber
wenn wir mal so gucken, was macht eigentlich so tolle Hollywood-Filme aus? Ja, vielleicht, manche haben bestimmt schon mal den Begriff der Heldinnen oder Heldenreise gehört. So, und es geht ja eigentlich immer darum, wie sich so ein Charakter transformiert, wie so Luke Skywalker in Star Wars von jemand, der auf diesem Planeten lebt mit seinem Onkel und seiner Tante und wie der eigentlich so zum Jedi wird. So. Und das jetzt übertragen aufs Marketing ist, wie verändern sich denn meine Kundinnen und Kunden durch mein Produkt, durch meine Dienstleistung? Welche Transformation man durch? Was passiert eigentlich in denen? Und das ist sowas, was ich mir wirklich überlegen würde. Und das klingt jetzt alles total blumig und da denken sich jetzt manche so, was redet der denn da eigentlich? Aber ich glaube, da steckt schon viel Wahres drin. Was kann ich für meine Kundinnen und Kunden tun? Wie kann ich denen helfen? Wie kann ich die unterstützen, anstatt zu sagen, jetzt hört doch mal, hier sind doch die drei geilen Features. Ja. Ihr müsst es doch einfach kaufen. Wieso checkt ihr das nicht? Und das ist, glaube ich, schon wichtig, da so ein bisschen von seinem hohen Ross runterzukommen und zu sagen, ich muss halt auch was bieten, was wirklich hilft, was nützlich ist, was irgendeinen Zweck erfüllt. Ja, super. Also wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv mit dem Ansatz Exponential Organizations, mit dem Buch, was ich wahnsinnig spannend finde. Das ist ja so die Frage nach der Zukunft von Unternehmen und die Autoren postulieren ja in dem Buch auch, dass das Startup oder das, sagen wir mal, das Unicorn der Zukunft oder heute eigentlich schon mit 8 Personen aufgebaut werden kann. Also weil du auch gerade von Größe und Kleinheit gesprochen hast. Es gibt ja auch jetzt schon Beispiele, wenn du dir anschaust, so diese neuesten AI-Companies, das sind teilweise wirklich ganz kleine Unternehmen, die riesige Marktvolumina schon aufbauen. Und was ich aber sehr spannend finde, ist, dass dort, die postulieren, fast das Zentralste des Unternehmens, das Unternehmen der Zukunft ist, das, was die Massive Transformative Purpose nennen. Also sprich, du brauchst irgendwie eine Mission, also du brauchst und zwar nicht nur so ein Marketing-Label so obendrauf, sondern das muss wirklich ein echtes Feuer sein, wo du eben Mehrwert schaffen willst, also wo du etwas besser machen willst in der Welt, wo du Leuten irgendwas ermöglichen willst, womit sie dann eben ein anderes Leben, besseres Leben führen können oder jemand anderer werden können dadurch. Ja. Würdest du das auch so unterschreiben oder bist du da auch dabei? Ja, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber wenn wir in der Uni im Seminar, jetzt im Marketing-Seminar über Purpose sprechen, dann kommt zu Recht oft der Einwand, ja, was ist denn jetzt zum Beispiel mit einer Fashion-Company? Ja? Und dann sage ich oft, naja, Fashion, wenn ich mich so an meine Pubertät erinnere, hat ja auch eine ganz wichtige Funktion. Zum einen hat Konsum ja oft eine sehr distinktive Funktion. Ich möchte mich bewusst absetzen, ich möchte nicht so aussehen wie meine Eltern vielleicht, aber eben auch eine integrative Funktion. Ich bin früher viel Skateboard gefahren. Ich möchte halt auch so aussehen wie meine Skater-Innenfreunde. Ja? So das, und ich glaube schon, dass eben so eine Mission, es wird immer Produkte geben, die einfach billig sind oder ich komme aus der U-Bahn raus, es regnet und da gibt es einen Regenschirm für 5 €. Ja? Der Regenschirm braucht keine große Mission haben, damit ich den jetzt kaufe. Eine Eisdiele, die einfach eine tolle Lage an einem See hat, da werden immer Menschen Eis kaufen, auch ohne zu wissen, was der größere Purpose ist. Aber ich würde es so sagen, ich glaube, dass es unheimlich hilft, aus der GründerInnen-Sicht so einen Wertekompass zu haben und so einen Nordstern. Und ich glaube, je stärker auch deine eigenen Werte und deine Mission ist, desto besser wird, würde ich sagen, dein Marketing in der Regel, weil es irgendwie ehrlicher wird und weil es verbindender ist, weil ähnlich wie wenn wir Star Wars gucken, wir wollen ja was fühlen. Wir wollen ja, klar, wenn wir Knirps, ich komme es nochmal, im Starkregen kaufen, wollen wir einfach nur vom Regen geschützt sein. Aber wir haben so viel Auswahl bei Produkten, wir wollen irgendwas spüren. Es gibt einen Grund, warum ich mir ein Nike-Shirt kaufe und nicht irgendein anderes so, weil ich damit was verbinde, was über Jahre durch dieses Marketing aufgebaut wurde. Mhm. Und ich glaube, so eine, sich klar zu werden, was für eine Transformation möchte ich in die Welt bringen? Ja, was möchte ich mit meinen Produkten schaffen? Und immer mehr auch, wie nachhaltig möchte ich das Ganze gestalten? Wie sozial? Ich glaube, das hilft total, sich das zu überlegen. Und ich glaube, dass Kundinnen und Kunden da nicht in jedem Segment, wie gesagt, beim Regenschirm sicher nicht, aber immer mehr auch drauf schauen werden. Ja. Ah, okay. Ein anderer Aspekt, der ja in der Startup-Situation besonders ist, du hast ja da
im Normalfall noch nicht ein fertiges Produkt, ja, sondern du bist gerade dabei, ein Produkt zu entwickeln. Das ist vielleicht das, was dann auch ein Unterschied zu meistens zu etablierten Firmen ist. Klar, auch etablierte Firmen machen vielleicht mal einen komplett neuen Produktlaunch und so, aber erstmal, das ist ein Grundunterschied. Und du sagst ja selber, das ist ein Risiko, dass man zu produktverliebt ist, also dass man dann irgendwie denkt, man hat dann irgendwie das coolste Produkt und denkt nur noch selber, kreist um sein eigenes Produkt. Und so wie ich dich verstehe, ist ja Marketing im Grunde genommen, gerade in der Startup-Situation, auch im Grunde genommen irgendwie eine Art von Produktentwicklung. Oder eine gute Produktentwicklung ist eigentlich auch ein gutes Marketing. Also sprich, du hast da ja Regeln drin, wie zum Beispiel testen, ja, den Markt testen, schauen, wie sehr wird denn das überhaupt gebraucht und angenommen, bevor ich jetzt Millionen, wenn ich sie denn habe, in eine Produktentwicklung stecke, habe ich nämlich auch schon öfters gesehen. Und dann will es keiner haben. Dann hat man zwar ein perfektes Produkt, aber es kauft keiner. Also vielen Dank, ich fühle mich sehr verstanden von dir. Ja. Es gibt einen Business Author oder auch selber Unternehmer, den ich sehr, dessen Werk, ja, ich sehr schätze, Steve Blank aus den USA, der so als der Pionier der Lean Startup Bewegung gilt. Das Buch von Eric Ries kennen bestimmt viele. Und Steve Blank, der hat viele tolle Artikel geschrieben, und was der eben sagt, genau das, was du gerade ansprichst, ist, was man bei einem Startup immer sehen muss, ganz viele Leute, glaube ich, denken, dass Startup-Marketing sich vor allem vom Marketing von großen Unternehmen einfach nur durch Budget unterscheidet. Ne? Die einen haben wenig Budget, die anderen haben viel Budget, die einen trauen sich was, die anderen trauen sich nichts. Aber für mich der markanteste Unterschied ist genau das, was du sagst. Startups suchen eben noch ihr Business Model. Und ein großes Unternehmen wird sich auch immer, siehe den Konflikt zwischen Blockbuster und Netflix, wo Blockbuster auch gesagt hat, so, ach, das Videostores wird es immer geben. Auch ein großes Unternehmen sieht sich so tektonischen Veränderungen manchmal gegenüber. Mobilität, ja, so ist die Elektromobilität jetzt, wie schnell kommt das, wie schnell müssen wir reagieren? Ich glaube, dass die Strategie vieler Autobauer ist im Moment sicher auch nicht einfach zu formulieren. Ja, wo geht es denn hin? Aber bei einem Startup ganz genau, du bist eben nicht nur auf der Suche nach effektiven Marketing-Channels, sondern du bist wirklich auf der Suche nach deinem Business-Model. Und du wirst es vielleicht auch nie finden, weil du immer so ein bisschen am Markt vorbei bist. Das passiert ja. Und ganz genau das, was du sagst, ist total wichtig. Steve Blank sagt immer, get out of the building, ja, sprich mit Leuten. Und wir sehen eben ganz oft, und das kann ich euch GründerInnen eben nur empfehlen, das, was Menschen machen und das, was sie sagen, das variiert eben oft. Wenn ihr jetzt in eurem Freundeskreis vielleicht fragt, achtest du beim Einkaufen eigentlich auf Bioprodukte? Ja, also ich kaufe ausschließlich Bio, also ich kaufe ausschließlich regional und nachhaltig. Also es ist mir ganz wichtig, ist vielleicht eine Antwort, die ihr dann oft hört. Und wenn ihr dann manchmal auf die Einkaufszettel guckt, ist ja nur menschlich, dass jemand sagt, nee, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet und kaufe in Wirklichkeit ganz andere Produkte. Also versucht wirklich so schnell wie möglich an den Markt zu kommen, Dinge auszuprobieren. In der Lean Startup Methode ist das MVP, das Minimum Viable Product. Also ich sage immer, so ein Produkt, das euch vielleicht noch so ein bisschen peinlich ist, aber das man irgendwie schon verkaufen kann, und holt euch so schnell wie möglich Market Feedback. Aber auch, ich kenne das nur zu gut, irgendwann musst du halt auch anfangen, und so geht es allen Startups so, du musst halt Hypothesen treffen, und das ist ja auch das Tolle am Gründen, dass es dir erlaubt, du kannst auch nicht die ganze Verantwortung auf die Kundinnen und Kunden abwälzen und sagen, die sollen das Produkt für mich entwickeln. Irgendwann musst du auch mal eine Hypothese formulieren und sagen, so wie eine Fashion-Designerin, ein Fashion-Designer vielleicht, der seine Entwürfe auf dem Laufsteg zeigt und ihre Entwürfe auf dem Laufsteg zeigt und sagt, so, raus, meine Models, die müssen jetzt laufen, und dann schauen wir einfach mal, was passiert, ja, wie die BloggerInnen, wie die Presse reagiert, wie die Kunden reagieren, und dann, ja, dann muss man einfach den Mut haben, dann auch zu sagen, ja, da haben wir vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen, das passen wir an. Genau, also fail fast auch, genau. Weil es ist einfach, das kann man einfach nicht deutlich genug sagen. Also jetzt gerade für die Leute, die da noch nicht Erfahrung gesammelt haben, die eigentliche Wahrheit liegt an dem Punkt, wenn der Kunde oder ob der Kunde kauft, ob dein Produkt gekauft wird. Das ist die Wahrheit. Ja.
Alles andere sind Hypothesen, sind schöne Vorstellungen, sind schöne Fantasien, sind gute Ideen. Aber hier zeigt sich's dann. Und wo ja auch dann deine eine Regel hinein passt, ist so dieses Sales First, Brand Later. Da geht es ja auch um ein ähnliches Thema. Da geht es nicht so sehr um das Produkt, aber dann auch um deine tolle Marke und so weiter. Schau erst mal, dass du verkaufst, sagst du, oder? Genau, also weißt du, ich liebe tolles Design und ich mag es total gerne, ich finde Marken auch toll. Mich fasziniert das, was Marken mit uns machen, aber ich würde mir auch immer wünschen, ja, dass jedes Startup, mit dem ich zu tun habe, eine ganz tolle Marke wird. Aber so in Schönheit sterben bringt eben auch keinem was. Und ganz viele Dinge, das kennen vielleicht Leute, die einen Blog schon mal gestartet haben oder auch einen Podcast, dass du dann irgendwie wochenlang damit verbringst, irgendwie das perfekte WordPress oder Squarespace oder Wix-Theme auszuwählen, ja, so, weil du einfach guckst, so was, die Ästhetik, muss ich jetzt gucken, irgendwann ist es einfach besser, mal loszulegen, ja, und das finde ich eben für Startups auch ganz wichtig. Branding ist total wichtig, und wenn ich jetzt ein Fashion-Startup beginne, dann ist es sicher noch mal relevanter als in anderen Branchen. Aber legt einfach los und guckt, dass ihr wirklich einfach, wie du sagst, die wichtigste Metrik ist einfach, wird es gekauft? Und ich würde noch was hinzufügen, wird es auch wieder gekauft? Ja. Und das übersehen eben auch viele. Du musst eben Retention, wie wir das nennen, also die Wiederkaufsraten, das ist so wichtig. Und das wird eben auch leider in vielen Startups total vernachlässigt, dass man wirklich so Kundinnen und Kunden, da musst du was machen, da musst du was tun. Es reicht in den seltensten Fällen richtig tolle Produkte zu haben. Du musst auch wirklich dranbleiben und die Leute auch wieder dran erinnern. Und ja, es ist ein stetiges Lernen. Und das Problem ist nur, wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube, wo man bei Startups aufpassen muss, ist, leider ist es so, dass die Entwicklung eines Startups selten linear verläuft. Also auch die Arbeitsbelastung oder auch die Emotionen ist ja selten so eine Gerade, sondern das kommt immer, es ist 0 oder 1. Ne? Also ich glaube, Ben Horowitz hat mal gesagt, there are only two emotions in a startup, so Euphoria and Terror. Und deswegen, du musst eben mit diesen riesigen Amplituden umgehen und gleichzeitig sollst du aber auch noch ganz kognitiv stabil da ausprobieren und sagen, ja, cool, meine Marketingaktivität. Das ist schwer, aber seid euch sicher, es geht allen so. Ja? Und manche Leute überschätzen sich vielleicht total, die fühlen das dann nicht so. Aber ich würde sagen, die große Mehrheit muss da durch. Und für mich liegt der Trick immer so ein bisschen darin, so trust the process, das wird schon. Du musst einfach einen langen Atem haben und irgendwie gucken, dass du mental stabil bleibst, und dann kriegt man das auch hin, wenn man wirklich selber auch dran glaubt. Ja, das ist ja auch schon eine ganz schöne Überleitung zu diesem Thema so Persönlichkeit. Da sagst du ja auch immer wieder Sachen dazu, und lass uns auch da mal so ein bisschen drüber sprechen. So, was kann ich an mir selber, aber woran kann ich arbeiten oder welche Eigenschaften brauche ich denn? Du hast zum Beispiel, das passt vielleicht da ganz gut rein, mal irgendwie irgendwo auch erwähnt, Mut ist zum Beispiel super wichtig. Ja. Und ich finde, Mut ist ja so eine Sache, das ist ja für jeden was anderes. Ja. Also für den einen, der braucht wahnsinnig viel Mut, aus 30.000 Meter oder 40.000 Meter aus einem Heißluftballon zu springen, ja, ins Nichts hinein sozusagen. Und jemand anderer braucht vielleicht wahnsinnig viel Mut, um zum ersten Mal über eine Brücke zu gehen, weil er halt Angst vor Brücken hat oder weil er irgendwie, oder jemanden anzusprechen oder sonst was. Wie ist denn so dein Approach zum Thema Mut? Also vielen Dank, das ist ein sehr schöner Gedanke. Ich habe mir da, dass Mut eben ja viele Ausprägungen haben kann. Ich glaube, ich finde mich da total wieder in deinen Gedanken. Und ich würde es, glaube ich, für mich auch so formulieren oder das ergänzen wollen. Wir denken immer, oder wir gehen ja oft davon aus, dass alle GründerInnen so eigentlich so die gleiche Persönlichkeit haben. Wir sagen, ja, du kannst doch die Tools verwenden. Aber wie du völlig richtig sagst, jeder hat ja in sich ganz eigene Herausforderungen. Und ich finde, ja, dass die einen finden es
vielleicht total mutig, dass jemand sich zum Beispiel täglich vor eine Kamera stellt. Ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, Bühnen, so, ne, die machen mir jetzt nicht so viel aus. Das liegt nicht daran, weil ich mich richtig toll finde, während ich spreche. Aus irgendeinem Grund stresst mich das nicht so, weil ich glaube, mein Nervensystem einfach dann komplett auf diesen Vortrag konzentriert ist. Es gibt aber andere Dinge, die mich total stressen. Ja, ich denke mich in manche Probleme viel zu sehr rein. Und deswegen finde ich es total mutig, zum Beispiel, wenn Leute einfach ganz viele Sachen ausprobieren, sage ich, ah, und da, weil ich schon wieder denken würde, und so. Nochmal, so, ich weiß, dass Testen total wichtig ist für ein Startup, aber manchmal fällt es mir auch total schwer, eben ständig neue Sachen auszuprobieren, weil ich denke so, ah ja, und ob das jetzt wirklich funktioniert. Mhm. Und das ist ein schöner Gedanke. Ich glaube, das ist auch was, worüber ich gerne auch nochmal ein Buch schreiben würde. Nicht, weil ich glaube, da alle Antworten zu haben, sondern weil ich gerne da mehr reingehen würde, dass wir eben so oft vernachlässigen, wie unterschiedlich GründerInnen-Persönlichkeiten sind. Und dass jeder so ganz eigene Dinge braucht. Und ich glaube, ob für Marketing oder fürs Gründen, das ist was, jetzt deine Worte hörend, worüber ich gerade auch nochmal selber nachdenke, dass man so eine gehörige Portion, ich habe früher auch immer gesagt, du musst mutig sein zum Gründen, aber ich glaube, das stimmt auch, glaube ich schon, aber ich glaube, du brauchst auch eine gesunde Eigenverantwortung, dir wirklich das zu holen, was dich so am Laufen hält, was dir gut tut, sei es Ausgleich, sei es Sport, sei es soziales Netzwerk, weil das ist was, Gründen, jetzt driften wir ein bisschen ab, aber ich finde das, was mir immer so auffällt in meinem Bekanntenkreis oder auch weit darüber hinaus, GründerInnen denken ja auch oft, ja, jetzt mache ich das doch, warum unterstützt mich mein ganzes Umfeld nicht mehr? Aber für das Umfeld, zum Beispiel für einen Partner oder eine Partnerin, ist es ja vielleicht auch so, oder für die guten Freunde, dass die denken, naja, du lebst doch jetzt deinen Traum, ja? Also du musst ja auch so ein bisschen, und sich darüber so dieses Inner Game of Starting a Startup, das ist, und auch beim Marketing, ne? Kritik, Social Media, jede Kampagne, die du machst, wird sofort zerlegt und so. Da muss man schon gefestigt sein und sich, glaube ich, wirklich gut überlegen, was brauche ich, Selbstfürsorge betreiben, damit man eben durch diesen Sturm gut durchkommt. Ja. Sorry, jetzt habe ich lang geantwortet, aber du hast mich da auf einen sehr schönen Gedanken gebracht. Ja. Also vielen Dank dafür. Das, ja. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, welche Ausprägungen Mut so haben kann. Ja, gerne. Nee, schön. Also und genau, und ich finde das ein super Punkt, den du machst, eben so für diesen Ausgleich sorgen. Also weil das ist so eine Erfahrung, die wir auch machen, so in unseren Coachings. Wenn du unter Stress gerätst, und das ist halt, du hast es ja selber gerade diesen Rollercoaster beschrieben, ja, diese Amplituden, was machen wir Menschen? Wir haben so eine blöde Angewohnheit, und das haben fast alle, dass wir, wenn wir unter Stress geraten, die Dinge, die uns wirklich gut tun, als allererstes über Bord werfen. Ja? Also das heißt, wir schlafen dann nicht mehr genug, wir machen unseren Sport oder unser Yoga oder unsere Meditation nicht mehr, wir essen Junkfood, weil wir nicht mehr die Zeit haben und so. Und das ist eigentlich ein total selbstverstärkender negativer Kreislauf, in den wir reingeraten, und den müssen wir einfach durchbrechen. Ja. Also diesen und Raum. Und ich glaube, was ich noch vielleicht als Tipp mitgeben kann, ist, ich bin ja Jurist, also ich habe das erste Staatsexamen gemacht, und da gibt es so, wenn man ein Jura-Examen macht, muss man so ein Repetitorium machen. Ja, vielleicht mal, oder muss man nicht, aber wenn du irgendwie jetzt nicht so talentiert bist wie ich, dann brauchst du das. Und da gab es eine Skriptenreihe, und der stand immer drin, so auf jeder dritten Seite gefühlt: Wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig. Ein Seneca-Zitat. Schön. Und das habe ich damals immer total abgetan. Ja, ich konnte es natürlich irgendwann nicht mehr sehen, aber das hat mich so lange begleitet, und da denke ich so viel drüber nach, und da glaube ich, zum Beispiel dran auf einer Prozessebene. Ich kann natürlich jetzt, ob es Yoga eben ist, ob es Meditation ist, jeder hat ja so eigene Dinge, die ihm helfen. Aber was ich auf einer Prozessebene total empfehlen kann, ist, sich wirklich im Marketing einen Plan zu machen. Mhm. Weil wenn du so einen Nordstern hast, wenn du weißt, wo du hin willst, wenn du, je nachdem, wie du dich organisierst, aber wenn du weißt, da poste ich. Ich habe meine 15 Minuten Social Media Zeit zum Beispiel im Kalender. Ich weiß genau, freitags kommt der Newsletter, und der kommt, egal was es wolle. Und weil das ist genau was du ansprichst, wenn wie bei Jenga heißt, glaube ich, das Spiel, oder Jenga, oder wo man immer so diese Klötze rauszieht, das,
das ist ja so, mit jedem Stressfaktor, habe ich das Gefühl, wird ja dein Startup-Turm so ein bisschen volatiler. Und ich finde es halt umso wichtiger, genauso wie eben viele Experten sagen, schreib dir Sport in den Kalender, mach es, bleib dran, fang nicht an, Junkfood zu essen. Mhm. Ist es eben genauso wichtig auf einer Prozessebene, finde ich, bei einem Startup, ja, du musst flexibel bleiben, aber mach dir wirklich einen Marketingplan, mach dir eine Strategie, weiß, wo du hin willst, weil dann ist alles viel, viel einfacher, weil du einfach auf ein Ziel hinarbeitest und nicht, ja. Das ist mein wichtigster LinkedIn-Tipp immer. Ganz viele Leute, die fragen mich, wie soll ich denn auf LinkedIn anfangen? Und dann sage ich immer, das Schlimmste ist, wenn du dich jeden Tag neu an den Schreibtisch setzt und sagst, was schreibe ich denn heute? Weil dann ist es Stress, das macht keinen Bock, das nervt. Mach dir überleg dir, was ist dein Thema, was ist dein Nordstern, versuch das so ein bisschen zu, dir eine Themennische oder Themennischen zu finden. Und dann hast du schon mal so viel leichter, wenn du weißt, New Work ist mein Thema, New Work in kleinen Organisationen zwischen 10 und 50 Leuten mit einem regionalen Bezug. Ich spreche vor allem vielleicht über mein Business in Hamburg, wo ich die Leute berate oder völlig fiktives Beispiel, aber dann tust du dich viel leichter und ich glaube, dass das auch viele positive Auswirkungen auf die eigene Psyche hat, wenn man einfach so ein bisschen einen Plan hat und so ähnlich wie so ein bisschen auf Schienen fährt, als ständig in der Anarchie, der Themenanarchie morgens aufzuwachen. Ja, super Punkt. Das sind ja auch, ich finde, da passen diese ersten zwei Regeln, die du nennst, eben erstens mal Konsistenz. Und Konsistenz kannst du ja nur erzeugen, indem du klar weißt, wo du hin willst und dann eben konsistent daran weiterarbeitest. Und die zweite eben so dieses jeden Tag ein bisschen. Das finde ich super wichtig. Also gerade auch in Bezug auf dieses Mutthema und so weiter. Ich glaube, wenn du jeden Tag ein bisschen was machst, also wenn du dich sozusagen immer weiter annäherst, immer weiter deine nächsten Schritte gehst. Es gibt da so ein wunderschönes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Amundsen und Scott, The Race to the South Pole, ja. Und die beiden haben ja versucht, also den Südpol zu erreichen, haben es beide geschafft. Der eine war aber einen Monat früher dran. Ja, und das, die konnten beide gleichzeitig nur starten, weil der antarktische Winter musste ja erstmal zu Ende sein. Also sie hatten ungefähr dieselbe Startbedingung. Und ein großer Unterschied war, Amundsen, der hat diese 20-Meilen-Regelung gemacht. Der hat gesagt, wir gehen jeden Tag 20 Meilen. Wenn gutes Wetter ist und die Bedingungen leicht sind, gehen wir 20 Meilen und haben noch ein bisschen Zeit, ruhen uns aus, flicken unsere Pelze und was auch immer. Wenn das Wetter echt mies ist, wir gehen 20 Meilen, wir ziehen es durch. Und dadurch hatte der diese Konsistenz, diesen Rhythmus in dem, was er da gemacht hat. Während Scott, die sind halt bei schönem Wetter, sind sie halt mal 60 Meilen gegangen, waren erschöpft. Bei schlechtem Wetter sind sie im Zelt gehockt und haben gesagt, boah, nee, heute gehen wir lieber nicht raus, den Tag warten wir ab. Und dadurch sind die nie richtig in den Rhythmus reingekommen und wussten auch nicht wirklich gut, wo stehen wir denn auf unserer Strecke. Ja. Also ja, vielen Dank fürs Teilen. Also ich kannte die Geschichte nicht in diesem Detailgrad und ich, wenn ich die jetzt übertragen müsste auf Startup-Marketing, genau, ich glaube, ganz oft Stress entsteht für mich dadurch, wenn Startups zum Beispiel, Newsletter ist so ein beliebtes Thema, weil am Anfang ist man beim Newsletter oft undiszipliniert, weil den kriegen dann auch noch nicht so viele Leute und man sieht noch nicht so viele Ergebnisse. Das heißt auch nicht, dass man sofort mit dem Newsletter anfangen muss, nur mal so als Beispiel. Und ich genau das, was du gesagt hast, lieber sich zwingen, okay, jeden Freitag geht der raus, auch diese Selbstdisziplin aufzubringen und das, was du vorher auch angesprochen hast, so Mentalhygiene. Wir wissen zum Beispiel, dass bei ganz vielen Menschen Meditation einen super Einfluss auf ihre Psyche hat. So 5 Minuten reichen oft schon. Ja, wir beginnen unser Marketing-Seminar eigentlich immer mit einer Meditation. Ja, und oft Leute, die das noch nie gemacht haben, die sagen oft danach Studierende so, hey, das war richtig toll, das hat mich so in eine ganz andere Stimmung gebracht. Trotzdem, sobald es stressig wird, bringen wir diese 5 Minuten nicht mehr auf. Und ich würde auch sagen, schaut, dass ihr es hinkriegt, wirklich dran zu bleiben, auch weil das macht auch was mit euch intern. Macht euch nicht verrückte Pläne und sagt, ich mache 100 Instagram-Posts am Tag, ist totaler Quatsch. Aber nehmt euch eine realistische Zahl vor, auch LinkedIn, nehmt euch vielleicht 3 Posts die Woche vor, aber dann bleibt auch mal dran. Und ich kann da den Newsletter von James Clear, der Atomic Habits geschrieben hat, oder Atomic Habits selber empfehlen. Das finde ich, war für mich echt so ein Buch, das war augenöffnend in vielerlei Hinsicht. Und eine Sache, die ich bei ihm einfach toll finde, ist so dieses Habit-Stacking.
mache das eine auf dem anderen. Immer wenn ich mir einen Kaffee gemacht habe, mache ich 5 Kniebeugen oder so. Mhm. Und das hat mir total geholfen, ja, dass ich jetzt weiß, immer wenn ich X mache, mache ich auch Y. Zum Beispiel bei mir ist es wirklich so, wenn ich mir morgens einen Kaffee mache, dann mache ich irgendwie 3, 4 bestimmte Stretch-Übungen so. Und dann habe ich die schon mal, ja. Und dann habe ich schon mal so den ersten grünen Haken im Tag gemacht. Und das Gleiche kannst du auch ziemlich gut auf Startup-Marketing übertragen. Ja, super. Finde ich sehr gut. Also auch so dieses Verbinden, weil wir sind ja quasi ein bisschen so verstehen, wie wir so ticken als Mensch, ja, als quasi, ich sag mal nicht Apparat, aber so als Wesen, ja. Und was ja da drin steckt, ist auch, glaube ich, so immer dieses Verbinden von etwas, was ich eigentlich schon positiv verknüpft habe. Ah, mein schöner Kaffee in der Früh mit irgendetwas, was ich halt dann einfach noch da so mit dranhänge und dann habe ich es eben erledigt, obwohl ich es vielleicht jetzt nicht unbedingt so gerne mache. Ja, super. Ja, spannend. Also, und das, ich glaube, es gibt ja da draußen Menschen, die sind einfach unfassbar diszipliniert. Das bewundere ich auch total. Ja, ich bin jetzt auch nicht der Typ. Das Buch schreiben kann ich also man kriegt ja immer die Quittung. Das Buch kann ich nochmal wirklich so als ganz gutes Beispiel anführen. Ich habe mir auch vorgenommen, da jeden Tag was dafür zu machen. Und wenn ich dann mal nichts gemacht habe für 2 Tage, das geht euch wahrscheinlich auch allen so, dann wird es ja leichter, auch den 3. und 4. Tag nichts zu machen. So, und plötzlich bin ich in so einer Spirale, in die ich gar nicht rein wollte. Aber ich habe sowas von die Quittung immer bekommen. Wer schon mal irgendwie ein Buch geschrieben hat, ich bin da jetzt auch kein Experte drin, und du saßt einen Monat lang nicht an dem Manuskript dran, ja, dann, das ist wie, als würdest du neu anfangen. So, ja. Dann, und du kommst auch total raus aus diesem Flow. Und deswegen, es gibt so ein, von Stephen Pressfield heißt er, glaube ich, der hat so ein Buch geschrieben, The War of Art. Also der Pressfield hat so ein paar Hollywood-Drehbücher geschrieben und es geht eben darum, Artist sein, kreativer sein. Und er sagt einen Satz, den ich so sinngemäß hoffentlich richtig zitiere, der sagt, it's not hard to write a novel or a book, it's hard to sit down to write one every day. Und das stimmt. Also alle, die zum Beispiel denken, so, ah, oh, der hat ein Buch geschrieben. Also ich fand auch jetzt am Ende, ich weiß, ob es dann gut ist oder schlecht ist, müssen andere bewerten, aber allein mal über 200 Seiten zu Papier zu bringen, das ist ja gar nicht so schwierig, das passiert ja automatisch, aber dieses sich jeden Tag wieder hinsetzen und das wirklich machen und so, ja. Das fand ich auch, das war eigentlich der toughste Part und das beim Marketing genauso und beim Gründen, es ist nicht schwierig, irgendwie zu gründen, jeder kann ja theoretisch, also Disclaimer, es gibt natürlich komplett unterschiedliche Startvoraussetzungen und so, aber dass ganz vielen Menschen oder ganz vielen Menschen in Deutschland zum Beispiel ist es vergönnt, dass sie in einer Situation sind, wo sie theoretisch ein Unternehmen gründen könnten. Aber dieses dann auch dranbleiben und nicht so diese sofortige Gratification suchen, sondern zu wissen, Delayed Gratification, das wartet mal irgendwann ganz da hinten auf mich, das ist gar nicht so leicht, aber das kriegt man eben dann hin, wenn man einfach es in kleine Einheiten zerteilt und sich wirklich zwingt, jeden Tag was dafür zu machen. Dann, glaube ich, ist man auf einem ganz guten Weg. Ja, ich auch sehen. Das hast du ja auch am Anfang, hast du ja ein bisschen über so das Wort Leadership auch mal genannt. Also das ist ja, glaube ich, auch sehr stark so ein Self-Leadership. Ja, also sich selber auch da irgendwie wie ein bisschen zu führen. Was ich da so ganz spannend noch finde, vielleicht noch kurz den Aspekt, ist so, diese Mischung hinzukriegen. Also es gibt so eine Form von, ich versuche Dinge gut unter Kontrolle zu kriegen, ja, indem ich mir gute Pläne mache, gute Regeln mache, teste. Du sagst ja, testen ist wichtig. Du sagst, messen ist wichtig, ja, dass du einfach irgendwie weißt, wohin, wie bist du unterwegs auf dem Weg zum Ziel. Und dann gibt es aber noch so einen anderen Aspekt, nämlich es gibt immer einen chaotischen Anteil. Ja, du hast ja von den Amplituden gesprochen und eine Fähigkeit aufzubauen, und das, ich nenne das immer die Reise ins Selbst, ja, aus dem Selbst heraus mehr zu agieren, eine Fähigkeit aufzubauen, eben auch mit dem, was sich gerade so ergibt, ja, also einen Blick dafür zu kriegen, was entsteht hier gerade vor mir und die Potenziale zu erkennen, ja.
Und das, da passen vielleicht deine Regeln dazu, so dieses Never Stop Exploring und auch dieses Erfahrung macht dumm und blind. Also dieses, hey, pass auf, dass du nicht immer schon so mit so einer vorgefertigten Brille auf die Welt gehst, sondern diese Offenheit hast, zu erkennen, was sich gerade da zeigt, oder? Ja, genau. Also ich glaube, es ist ja diese schwierige Kombination, auf der einen Seite alles irgendwie in strukturierte Formen zu bringen, aber so wahre Veränderung, also wie es in der berühmten Apple-Kampagne heißt, so here's to the crazy ones, ja, the rule breakers und so, die, ich glaube genau, das ist eben die entrepreneurial decision wahrscheinlich, das, wann breche ich auch mal eine Regel, wie erhalte ich mir das Chaos, wie schaffe ich es wirklich, immer wieder konzeptkreativ zu sein. Und vor allem auch im Rahmen meiner Möglichkeiten, weil das ist was ich auch total gelernt habe. So, es gibt ein ganz tolles Buch von Rick Rubin, von dem Musikproduzenten über Kreativität, das noch relativ neu ist. Ja. Und der schreibt auch viel über Limitierungen. Und das war für mich total augenöffnend, weil er irgendwie sinngemäß schreibt, jede Leinwand ist ja in sich schon eine Limitierung. Ja? Und was Menschen dann damit machen, das ist ja ein begrenzter Raum. Der ist vielleicht bei einem Artist wie bei einem Künstler wie Jackson Pollock ist der vielleicht größer. Ja? Bei jemand wie Basquiat ist er vielleicht mal eine Tür, mal ein Kühlschrank. Aber ich bin jetzt kein Kunstexperte, aber wenn ich zum Beispiel die Geschichte von Basquiat richtig in Erinnerung habe, dann hat der ja auch auf diese ganzen Objekte gemalt, weil er auch einfach nicht genug Leinwände hatte, ja, weil er halt einfach, der hat halt angefangen überall, weil es halt raus musste, weil er halt einfach erschaffen wollte. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, dass du brauchst Pläne, du brauchst Strukturen, aber das Schöne am Gründen, das Schöne auch an Marketing ist ja, dass du eben kreativ sein kannst, dass du ausprobieren kannst. Und ich finde auch, das ist so, Ego is the enemy, hat Ryan Holiday so treffend sein Buch genannt. Und das immer wieder zu, so mit so einer kindlichen Naivität auch drauf zu gucken, zu sagen, sich nicht total durch Prägungen immer in die Irre führen lassen. Ja, das ist halt eine ganz große Aufgabe. Ja, das ist nicht einfach, ja, sich um es jetzt ganz groß zu machen, sich immer wieder so ein bisschen auch neu erfinden wollen, immer wieder Dinge ausprobieren. Aber gerade diese Neugier und gerade das macht es ja aus. Und wichtig ist einfach, dass man, und das ist vielleicht noch ein Punkt mit der Mentalhygiene, sich auch ein bisschen schon an sich glaubt. Aber das, glaube ich, das kann man lernen, da bin ich auch nicht gut drin. Ja? Ich bin auch jemand, der oft an sich zweifelt und denkt, aber da so ein bisschen sagen, you got this, ja, du kriegst es hin, das würde ich euch gerne mitgeben, ihr schafft, glaube ich, mehr als ihr denkt, und wenn ihr jetzt schon oft an der Schwelle steht zu gründen oder nicht gründen oder da auch schwierige Aufgaben vielleicht im Marketing vor euch habt und sagt, und da bin ich ja nicht happy, dann you got this, ihr kriegt es hin, aber dranbleiben und ausprobieren und irgendwann wird es hoffentlich Klick machen, kann es leider nicht immer, nicht jedes Startup funktioniert, nicht jede Kampagne funktioniert, das ist einfach so. Aber wenn man es nicht ausprobiert, wird man es nie wissen. Genau. Ja, lieber Max, lass uns doch vielleicht, weil wir haben jetzt relativ viel auch über Mindset gesprochen, lass uns doch vielleicht jetzt so zum Abrunden noch einmal ganz kurz so eher auf das Technische zurückgehen. Hast du vielleicht mal so nochmal so drei kleine Regeln oder Tipps, wenn ich jetzt dastehe, ich habe ein neues Produkt, ich habe mein Startup, wie gehe ich denn ran an das Thema Marketing? Was sind so deine drei wichtigsten Punkte hier? Also ich finde, der Punkt der Zielgruppe ist wirklich wichtig. So, an wen möchte ich denn eigentlich verkaufen? Das heißt nicht, dass man diese Personen ganz genau kennen muss, aber überlegt euch wirklich, wen ihr eigentlich ansprechen wollt, weil das ist viel zu oft, wird das nicht gemacht, finde ich. Und das ist ein Problem. Und manche Startups, fair enough, bei Müsli wussten wir auch am Anfang nicht, wer, da gab es auch viele verschiedene Zielgruppen. Ne? Bei einem Müsli, das du dir selber zusammenstellst, hast du ja vielleicht genauso die SportlerInnen wie irgendjemand, der ein kreatives Geschenk sucht. Aber du kannst ja auch verschiedene Zielgruppen haben. Und mir helfen da die sogenannten Personas immer total, mir wirklich mal zu überlegen, wie ist diese Person, an die ich verkaufen möchte? Wo ist die unterwegs? Welche Kanäle konsumiert die? Das, finde ich, ist so das Erste. Das Zweite, was ich wirklich nochmal betonen möchte, ist,
macht euch wirklich einen Plan. Fangt nicht einfach jeden Tag immer wieder bei Null an und sagt, pff, wo will ich denn eigentlich hin? Das heißt nicht, dass Pläne sich nicht auch ändern. Jedes Startup kennt es zum Beispiel auf einer Finanzplanungsebene, dass man natürlich sein Budget hat und dann in so einem Rolling Forecast oder wie auch immer man es, bin jetzt kein Experte für diese Begriffe, aber da immer wieder davon abweicht und sagt, ja, aber man vergleicht es halt mit dem Budget und sagt, da ist das Delta und so ähnlich könnt ihr es im Marketing hier auch machen. Ihr stellt eine Hypothese auf und dann probiert ihr aus und sagt, naja, da sind wir jetzt vielleicht nicht da, aber das haben wir gelernt, aber ihr wisst zumindest, wo ihr hin wollt. Und gerade wenn man jetzt nicht mehr alleine ist, ist das halt auch total wichtig, weil sonst, ich bin jetzt wirklich kein Leadership-Experte, aber es hilft eben einfach, wenn alle so gemeinsam wissen, wo es hingehen soll und nicht jeder das Gefühl hat, er ist total lost oder sie ist total lost. Das Dritte, was ich vielleicht noch empfehlen würde, ist, dass man, ich habe das in dem Buch Kreatives Selbststudium genannt. Ich glaube, was im Marketing total wichtig ist, ist, es reicht nicht, du kannst dir jetzt von Null auf Welt von Max Wittrock kaufen, das gibt's, ich habe das ja self-published, das heißt, das gibt's nur auf Amazon, und jetzt ganz kleiner Werbeeinschub, wenn das jemand kauft und wenn es euch geholfen hat, wenn ihr mir wirklich helfen wollt, dann verfasst eine Rezension, ja, das würde mir wirklich wahnsinnig helfen, aber Werbepause zu Ende, kreatives Selbststudium, ihr müsst wirklich Bock auf diese Marketingreise haben und ihr werdet dann gute Marketeers, wenn ihr wirklich über den Tellerrand guckt. Und ich vergleiche das immer gern mit der Musik. Ich liebe Musik, ich bin totaler Jazz-Fan zum Beispiel und Jazz hat ja eine hohe, auch einen hohen Grad an Musiktheorie. Ja? Also man nennt das die Changes, ja? So die, wie sich Akkorde über so ein Stück verändern und damit eine Musikerin über ein Stück improvisieren kann, musst du diese Akkorde kennen, weil das ist ja das, was Improvisation zusammenhält, dass das auch harmonisch klingt. Jetzt käme aber niemand auf die Idee zu sagen, naja, ist doch klar, also wenn ich jetzt toller Musiker werden will, tolle Musikerin werden will, dann lese ich halt ein Harmoniebuch und danach habe ich es drauf. Sondern jeder würde unterschreiben, glaube ich, dass die Einflüsse, die du so in deinem Leben sammelst, deine Werte, deine Prägung, deine Herkunft, deine, wie du sozialisiert bist, was du liest, was du selber für Musik hörst, wer dich begeistert, wer deine Vorbilder sind, dass das dich prägt und dass da auch wahnsinnig viel, was bei Jazz so eine Sache ist, da ist wie bei einem Olympioniken oder bei einer Olympionikin, 99% passiert halt in irgendeinem Trainingsraum oder beim Jazz in irgendeinem Proberaum und da wird geübt, geübt, geübt. So, und das, was du siehst, ist eben nur ein ganz kleiner Teil und ihr müsst bereit sein, wirklich zu üben, auch wirklich hart dafür zu arbeiten und bereit sein, dieses kreative Selbststudium zu betreiben, Podcasts, Bücher, Magazine, Austausch mit anderen und raus aus der Komfortzone. Das heißt nicht, dass man jeden Abend auf ein Networking-Event gehen muss, aber ihr müsst euch dieses Wissen aneignen. Und das mag am Anfang total, das mag am Anfang sich total, mag euch das vorkommen wie so eine riesige Welt, zu der man oft keinen Zugang findet. Aber um nochmal so eine Musikparallele zu ziehen, beim Jazz ist es zum Beispiel so, dass man ganz viel Soli transkribiert. Das bedeutet, Miles Davis, ich finde vielleicht irgendein Trompetensolo von Miles Davis toll und dann versuche ich das auf meinem eigenen Instrument nachzuspielen. So einfach so und übertrag das doch mal aufs Marketing. Ihr müsst ja auf TikTok zum Beispiel nicht 100 Milliarden eigene kreative Videoideen haben. Ihr könnt ja Dinge, die schon da sind, für euch adaptieren. Aber probiert's aus, macht. Und das ist eine Reise, die hat kein Ziel. So, ihr werdet nie, ich würde mich niemals hinstellen und sagen, ich bin jetzt Marketing-Experte und ihr seid es nicht. Ich habe so krass viel zu lernen auch noch. Aber ich glaube, was ich mich halt getraut habe mit diesem Buch, ist mal so das, was so einen Zwischenstand mal weiterzugeben. Und ich hoffe, ihr nutzt so einen Zwischenstand, ob von mir oder von anderen, um dann so auf eure eigene Reise zu gehen. Und wenn die macht Bock, die ist schön und ich wünsche euch viel Erfolg dafür. Sehr cool. Vielen Dank, lieber Max. Vielleicht ist noch so eine kleine Abschlussfrage. Was wünschst du dir, Max? Also was ich mir, ich würde sie drei teilen, was ich mir in Bezug auf das Buch wünsche, ja, ich habe so gemerkt, das hat richtig Spaß gemacht, das zu schreiben und ich hoffe wirklich, das klingt wie so ein Abrisskalenderblatt, ja, so was wahrscheinlich jede Autorin und jeder Autor sagt, also wenn es nur einer Person geholfen hat, dann bin ich schon glücklich.
ich würde mich schon auch freuen, wenn es mehr als einer Person hilft, aber das ist tatsächlich das, was mir so richtig Energie gibt. Und was ich mir da wünsche, ist einfach, dass Menschen irgendwie tatsächlich Rezensionen schreiben. Und was ich mir darüber hinaus wünsche, dreigeteilt, ist zweitens, wenn ihr auf so eine Reise geht, ja, dann teilt euer Wissen auch mit anderen. Das finde ich richtig wichtig und geht in den Austausch. Und was ich mir für mich wünsche, ist tatsächlich, ich habe so oft in dem Buch geschrieben, so bleib neugierig. Ich hoffe, dass ich mir das erhalten kann. Mir macht's, das hast du, glaube ich, ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt, ich probiere auch gerne viele Sachen aus. Und das ist so, wenn ich, mein Leben ist so, dreht sich beruflich ganz viel um einfach Projekte, Dinge ausprobieren. Und das fände ich toll, wenn ich das auch weiterhin hinkriege. Ja, wenn ich so sage, neue Dinge ausprobieren, das macht mir auch noch ganz lange Freude. Das fände ich schön, wenn das so bleibt. Wunderbar, lieber Max. Dann danke ich dir sehr, sehr, sehr cooles Gespräch. Ich glaube, da war ganz, ganz viel dabei, auch für unsere Hörer, was man lernen kann. Ja, vielen Dank, lieber Max, dass du dabei warst. Ich sag vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht. Und ihr zu Hause macht's gut.